Sehr geehrte CGM-Turbo-Mitanwender, mein Name ist Daniel Schäfer. Ich möchte Sie zum Anwenderwebinar Nummer 9 zum Thema Quartalsupdate zum Quartal 4 2019 willkommen heißen. Inhalte des heutigen Webinars werden wir später kurz erläutern. Zunächst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Schäfer, wie schon gesagt. Ich bin der technische Redakteur bei CGM-Turbo-Mit. Ich bin seit Anfang 2018 dabei und seit 2001 bei der CompuGroup. Mein Co-Moderator wird heute Herr Marius Schikora sein. Er ist neuerdings der Leiter der Qualitätssicherungsabteilung, seit 2017 bei Turbomet und auch bei der CompuGroup. Warum machen wir diese Webinare? Wir möchten Ihnen Themen näher bringen, die für Ihre Praxis interessant sind. Da haben wir uns über die Schwerpunkte, Gedanken gemacht. Was könnte Sie primär interessieren? Haben so ein bisschen kategorisiert und möchten Ihnen regelmäßig Webinare anbieten. Heute das Webinar zum Quartalsupdate, damit Sie nicht die teilweise doch sehr lange das ist neu lesen müssen und einfach schon mal einen Überblick über das haben, was auf Sie zukommt mit dem Update. Aber wie immer vorweg das Wichtigste, die Abrechnung zum Quartal 3 2013. Also dieses Update ist für die Kassenabrechnung des Quartals 3 2019 nicht relevant. Allerdings ist es für Anwender wichtig, die auf dem Bildschirm gerade zu sehenden Verträge von HZV haben, da diese Anwender tatsächlich vor der Abrechnung die Version 19.4.1 installieren müssen. Das heißt also, alle, die den Facharztvertrag Psychotherapie Baden-Württemberg, den HZV-Vertrag EK, den HKK Nord oder DAK nutzen, bitte achten Sie darauf, dass Sie die Version 19.4.1 installieren, bevor Sie die Abrechnung erstellen. Was gibt es zum Stichtag zum 01.10.2019 zu beachten? Zum einen haben Sie wahrscheinlich schon vom Terminservice- und Versorgungsgesetz gehört. Wir haben auch in der nahen Vergangenheit da ein Sonderupdate herausgegeben, die Version 19.3.2. Da waren bereits Anpassungen drauf, aber nur zur Information, ab dem 01.10.2019 gelten weitere Regeln, die Sie erst befolgen können, wenn Sie die Version 19.4.1 installieren. Das heißt, da sind weitere Zuschlagsziffern drauf und Vereinfachungen, aber dazu kommen wir gleich noch. Weiterhin gültig ist ab dem 01.10.2019 das neue Personenstandsgesetz. Ab diesem Datum muss das Geschlecht divers auf jeden Fall eingegeben werden können, beziehungsweise verarbeitet werden können. Das steht Ihnen in CGM-Turbo-Mit mit der Version 19.4.1 ebenfalls zur Verfügung. Wir haben auch die eigene Liste, wir haben den UVGOE-Stamm aktualisiert. Die eigene Liste müssten Sie allerdings aktualisieren, da die Preise erst genau zum 01.10.2019 aktualisiert werden dürfen. Also bitte achten Sie darauf, dass Sie das zum Stichtag tun. Welche Hinweise möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben an dieser Stelle, bevor das Update im Prinzip installiert wird oder was in naher Zukunft zu tun ist? Zunächst einmal die Abkündigung von Microsoft Office 2007 ist eventuell für Anwender relevant, die ihre Arztbriefschreibung in Word machen. Nutzen Sie momentan noch Word 2007, sollten Sie sehr zeitnah Ihren Vertriebs- und Servicepartner kontaktieren, da wir dieses System abgekündigt haben. Das könnte zu Problemen führen. Daher nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt auf und sorgen Sie dafür, dass Sie keine Probleme im Betrieb haben. Was ist vor dem Update zu tun? Also wir empfehlen an der Stelle jederzeit vor jedem Update das Durchführen des Checkup-Tools. Das sollten Sie immer tun, um sicherzugehen, dass es keine Probleme schon in der bestehenden Installation gibt. Wenn Sie die DVD zum Installieren des Updates nutzen, empfehlen wir weiterhin das Verwenden des Tools Copy-DVD. Um sicherzustellen, dass bei etwaigen Beschädigungen der DVD keine Probleme während der Installation auftreten. Hier einmal kurz im Überblick die Themen, worüber wir heute sprechen. Das ist im Prinzip einfach nur eine Übersicht. Auf alle Themen werde ich noch etwas genauer eingehen. Fangen wir an mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz. Da gab es einige Neuerungen in der Vergangenheit und auch jetzt haben wir wieder was getan. Zum einen für die Überweiser interessant sind die Ziffern 03008 und 04008, je nach Fachgruppe. Die kann man jetzt einfach schneller eingeben, indem man halt tatsächlich einfach nur die Ziffer eingibt. Bisher war es notwendig, dann F4 zu drücken, den Zusatz NBSNR des vermittelnden Arztes, Facharztes auszuwählen und dann den Arzt aus der Liste zu wählen. Nun können Sie einfach die Ziffer eingeben und er springt sofort in die Arztauswahl bzw. BSNR-Auswahl, sodass Sie den Empfänger zu überweisenden Arzt direkt auswählen können. Wenn es zeitkritisch sein sollte, das ist ebenfalls ganz neu. Das wird es voraussichtlich noch nicht auf dem Online-Update geben, aber dann auf unserem DVD-Update. Das ist der sogenannte TSS-Code.
Die Terminservicestellen können über diesen TSS-Code dafür sorgen, dass ein Patiententermin innerhalb von 4 Wochen vermittelt wird. Um einen solchen TSS-Code zu generieren, rufen Sie bitte die Überweisung, also Muster 6, oder die Psychotherapieüberweisung, also PTV 11, auf und betätigen den entsprechenden Button auf dem Formular. Darüber wird dann dieser Code generiert und dieser Code wird auch ausgedruckt. Der Patient kann dann, wenn er diesen Code benennt, bei der Terminservicestelle mit diesem Code dafür nochmal sorgen, dass es einfach schneller geht, dass er seinen Termin bekommt. Auch auf Seite des Facharztes haben wir einiges geändert. Hier ist die Situation noch etwas komplexer für die Abrechnung, aber natürlich gibt es auch da Zuschläge. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass Sie, wenn Sie diese Scheine abrechnen möchten, diese Scheinkennzeichnung vornehmen, die Sie bereits aus den vorherigen Versionen kennen. Dazu rufen Sie ganz normal die allgemeinen Behandlungsfalldaten auf und wählen im Bereich Vermittlungs- und Kontaktart die passende Kontaktart aus. Neu ist jetzt, dass Sie dann auch direkt am Schein sehen, dass es eine kleine Kennzeichnung gibt. Also der Schein ist jetzt weiß, wenn es ein TSVG-Schein ist. Ebenfalls neu ist die Ansicht in der Listenanzeige. Dort sehen Sie genau, was Sie für eine Kontaktart gewählt haben. Also in dem Fall jetzt auf dem Screenshot zu sehen, TSS-Terminfall. Wir können nur einen Teil der Ersetzung vornehmen für Sie. Das heißt, wir können nur automatisiert für Sie substituieren und das für den Patienten, für das Alter des Patienten passenden, ich sag mal, ja, die passende Summe der zulässigen Ziffern anzeigen. Was Sie hingegen selbst tun müssen, ist festlegen, welche Wartezeit hatte der Patient in Kauf zu nehmen. Wenn ein Patient über eine Terminservicestelle vermittelt wurde, teilt diese Terminservicestelle Ihnen auch den Wartezeitraum mit, beziehungsweise teilt Ihnen mit, wann der Patient den Termin angefragt hat. Sie müssten dann errechnen, wie lange ist das her und nach einer entsprechenden Tabelle, die wir Ihnen hier angehängt haben, die Sie auch auf der Seite der KBV finden, die ich auf dem Screenshot hier eingefügt habe, beziehungsweise auf der Folie eingefügt habe, finden können. Da gibt es einfach eine Kategorisierung nach Wartezeit. Bei weniger als einem Tag ist es ein TSS-Akutfall, der mit 50% der Höhe des Zuschlags vergütet wird. Bei 1 bis 8 Tagen ist es die Kategorie B, die ebenfalls noch mit 50% vergütet wird. Und alles, was drüber liegt, C und D kategorisiert, sind schon Abzüge zu erwarten. Also bekommen Sie nicht den vollen Zuschlag. Aber wie schon gesagt, das klären Sie bitte mit Ihrer KV bzw. der KBV. Wir sind nur Informationstransporteur. Wir legen diese Regeln ja nicht fest. Optional haben wir auch noch eine Arztgruppenüberprüfung integriert. Das heißt, wenn Sie in den Grundeinstellungen den Schalter EWM 2010 Arztgruppenüberprüfung im Bereich Karteikarte setzen, dann erhalten Sie eine Hinweismeldung, wenn die abgerechnete Ziffer eben nicht zur Arztgruppe passt. Weitere gesetzliche Neuerungen. Zum einen hatte ich eben bereits erwähnt, das Personenstandsgesetz. Das Geschlecht divers ist an verschiedenen Stellen, beziehungsweise an allen relevanten Stellen in CGM-Tor mit integriert worden. Beispielsweise, wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der mit einer EGK kommt, wo das Geschlecht divers drauf ist, dann wird das korrekt eingelesen, aber auch bei der manuellen Erfassung können Sie das eingeben und es wird dann auf den Formularen weiterverwendet. Dazu komme ich aber auch gleich nochmal ganz kurz. Wie jedes Quartal haben wir den EWM-Stamm aktualisiert. Hier sind natürlich insbesondere die zuvor erwähnten TSVG-Ziffern der Großteil der Änderungen. Aber auch der UVGOL-Stamm wurde aktualisiert. Hier nochmal die Erinnerung. Bitte denken Sie zum 1.10.2019 daran, diesen zu aktualisieren. Dazu öffnen Sie eigentlich einfach nur die eigene Liste GOE, also UVGOE, und gehen dann über den Menüpunkt Auswahl aktualisieren aus Stamm und bestätigen dann die Meldung, die dann erscheint, dass Sie das aktualisieren möchten. Bitte aber erst genau zum Stichtag 1.10.2019. Hier kämen wir nochmal zurück zu den aktualisierten Formularen, wie ich eben schon ansprach, die im Zuge des Personenstandsgesetzes aktualisiert wurden. Auf dem Abrechnungsschein und dem Notfallvertretungsschein gab es bisher rechts 2 Felder zum Ankreuzen für M und W, für das Geschlecht. Diese 2 Felder wurden jetzt, ich sag mal, umfunktionalisiert. Das linke Feld hat jetzt keine Funktion mehr. Das rechte Feld kann nun mit einem Wert befüllt werden. Das heißt, Sie können manuell dort was eintragen, aber wie gehabt wird natürlich auch das Geschlecht aus den Patientenstammdaten dort vorausgefüllt. Dort steht jetzt dann einfach ein Buchstabe, M für männlich, W für weiblich, X für unbestimmt oder halt eben neu D für divers. Sie können dieses eingetragene Wert natürlich auch nachträglich ändern und beide oder alle Änderungen, die Sie vornehmen, das, was Sie am Schluss dort stehen haben, wird sowohl beim Papierdruck als auch beim Blankoformulardruck berücksichtigt. Ein weiteres aktualisiertes Formular ist das Hilfsmittelrezept. Da haben wir für die Postbeamtenkrankenkasse-Patienten haben wir eine Telefonnummer eingeblendet. Das ist der Hilfsmittelservice der Postbeamtenkrankenkasse. Das sehen Sie auf dem Bildschirm und es wird halt mit ausgedruckt.
Ansonsten bleibt die Funktionalität des Formulars völlig unverändert. Aber es gibt auch 12 weitere Formulare, die wir aktualisiert oder neu eingefügt haben. Die sehen Sie einfach hier in der Liste jetzt. Das finden Sie aber auch nochmal genau in der Das ist neu, was da genau aktualisiert wurde. Für keines der Formulare müssen Sie eine manuelle Umstellung vornehmen. Also sobald Sie das Turbo mit Update 19.4.1 installiert haben, wird automatisch eine Umstellung vorgenommen. Dann haben wir, um das weiter zu vereinfachen, haben wir das Netz-Setup erweitert. Für die Anwender, die es noch nicht kennen, wenn Sie von Ihrem Server aus ein Update machen möchten, beziehungsweise an Ihrem Server bereits das Update installiert haben und Ihre Arbeitsplätze installieren möchten, müssen Sie nicht mit der DVD an jeden Arbeitsplatz gehen, um dort ein Update zu machen. Nein, Sie können dieses Netz-Setup nutzen. Das richtet Ihr Vertriebs- und Servicepartner Ihnen gerne ein. Und über das Netz-Setup können Sie von der Arbeitsstation aus über den Server immer ein Update bekommen. Wenn das eingerichtet ist, erscheint auch automatisch eine Hinweismeldung, wenn Sie den Arbeitsplatz starten, sofern der Server aktueller ist als der Arbeitsplatz. Die müssen Sie im Grunde nur noch mit Ja bestätigen. Wir haben es jetzt so geändert, dass es sogar nur noch ganz wenig Anwenderinteraktion gibt. Sie müssen also im Prinzip auf dem Arbeitsplatz nur noch einmal sagen, ja, ich möchte das hier installieren. Dann startet der Installationsprozess. Das Update läuft automatisch auf dem Arbeitsplatz durch und Sie müssen eigentlich nur abschließend einmal sagen, ja, hat alles geklappt. Ich bestätige, dass das eingespielt wurde erfolgreich und Das Update ist am Arbeitsplatz durchgelaufen. Wir hatten leider in naher Vergangenheit Probleme mit der Word-Anbindung. Dazu muss ich sagen, das hat leider ein wenig gedauert, da es schon seit Anfang 2019 besteht. Wir haben aber mit Microsoft Kontakt aufnehmen müssen, da wir, auf deren Update angewiesen waren, beziehungsweise deren Update eigentlich auch erst das Problem verursacht hat. Wir mussten dann im Gespräch miteinander klären, wo die Problemursache eigentlich liegt und konnten das aber herausfinden. Und mit der Version 19.4.1 können wir Ihnen jetzt wieder die volle Funktionsfähigkeit bereitstellen. Wir möchten uns entschuldigen, dass das dann nicht schneller ging, aber es hat leider tatsächlich ein wenig gedauert, damit Microsoft so genau den Fehler zu eruieren. Was neu ist, im Günzcenter gibt es jetzt Mehrlingsschwangerschaften für bis zu 6 Kinder. Dazu können Sie ganz normal, wenn Sie das Günzcenter aufrufen, auf den Reiter Muvo wechseln, dort den Schalter Mehrlingsschwangerschaften setzen und im Feld Anzahl Kinder eine beliebige Zahl von 1 bis 6 eingeben, wobei 1 natürlich keinen Sinn macht. Haben Sie das getan, können Sie im Gravidogramm, das sehen Sie ebenfalls hier auf dem Screenshot, die entsprechende Anzahl an Angaben tätigen. Also haben Sie dort beispielsweise 6 Kinder eingetragen im vorher genannten Feld, dann können Sie auch 6-mal Kindslage, Herztöne und Kindsbewegung eingeben hier. Auch in der Übersicht der Gravidogramme haben wir eine Änderung vorgenommen. Da sehen Sie jetzt hier natürlich die Kennzeichnung von 3 für 3 Kinder. Sollte in diesem Falle, das passt ja jetzt in eine Zeile, sollte in diesem Falle das nicht ausreichen, das ist dieser Platz der Standardbreite der Spalte, dann können Sie die anpassen, indem Sie oben auf diesen Strich zwischen den entsprechenden Feldern doppelklicken, wenn sich der Cursor so anzeigen lässt, wie jetzt gerade da auf dem Bildschirm zu sehen. Und die Spalte wird automatisch in der Breite angepasst, sodass Sie alles in einer Zeile sehen können. Ansonsten wird eben umgebrochen und Sie können ganz normal von links oben nach rechts unten lesen, welche Angaben zu den einzelnen Kindern gemacht wurden. In den kardiotokografischen Befunden haben wir ebenfalls die Anzahl der Kinder berücksichtigt. Also wenn Sie jetzt beispielsweise 3 Kinder eingestellt haben oder angegeben haben, dann kommt zuvor eine Auswahl beim Aufruf, für welches Kind soll denn jetzt die Befundung stattfinden. Im Befund selbst, also in der Bearbeitung, sehen Sie auch nochmal die Angabe, für welches Kind Sie gerade befunden. Und das sehen Sie auch später dann in der Übersicht wieder. Das Gleiche gilt für die Ultraschall-Screenings. Hier wird zunächst einmal abgefragt, für welches Kind möchten Sie das Screening durchführen. Dann sehen Sie wieder auf dem Bearbeitungsdialog die Anzeige, welches Kind wird gerade befundet. Und auch wieder in der Übersicht sehen Sie, um welches Kind geht es da gerade. In DALO-V haben wir das Feld Mitgliedsname angepasst. Sie können, also Voraussetzung ist zunächst einmal, dass Sie in den Patientenstammdaten eine verwandtschaftliche Beziehung eingetragen haben. Haben Sie das nicht getan, kommt bei einem Doppelklick auf das Feld Name des Mitglieds eine Hinweismeldung, dass diese Angabe erforderlich ist. Haben Sie es allerdings getan, können Sie auf den 3 genannten Formularen, auf dem Durchgangsarztbericht, auf dem Verlaufsbericht und auf der Mitteilung Arbeitsfähigkeit, können Sie dann den Verwandten auswählen. Das können Sie natürlich auch nachträglich nochmal ändern. Sie können aber natürlich immer nur ein Mitglied dort eintragen. Also es ist nur ein Name erlaubt.
Dann hatten wir im Sommer unsere Veranstaltung CGM Backstage. Da waren auch ein paar Anwender zu Besuch bei uns und konnten erleben, wie wir arbeiten. Und da wurde ein Anwenderwunsch geäußert, den wir gerne mit der Version 19.4.1 ausliefern möchten. Und zwar gibt es im Live-Check von CGM Turbomed, sofern er denn freigeschaltet ist, nun eine neue Gemeinschaftsprüfung von Kasse und HZV. Die alten Regeln zur Prüfung bleiben natürlich weiterhin erhalten, aber es gibt jetzt einen Punkt, den Sie anwenden können bei Gilt für, der nennt sich Kasse und hausarztzentrierte Versorgung. Damit können Sie für beide gleichzeitig prüfen. Das gilt sowohl für neue Regeln als auch zu neu bearbeitete, Entschuldigung, als auch bearbeitete Regeln. Ebenfalls neu ist die CGM Live Patienteneinschreibung, beziehungsweise optimiert, sagen wir mal. Was sind die Vorteile, wenn Sie den Patienten dazu bringen, auch bei CGM Live teilzunehmen? Sie können zum einen über die CGM Live Chronik, können Sie dem Patienten einmal Daten in die Live-Akte hochladen, also in seine Patientenakte, und Sie können seine Patientenakte mit seiner Einverständnis auch einsehen. Dann gibt es ja noch den ClickDoc-Online-Termin. Da können Sie, wenn Sie das mit dem Patienten vereinbart haben, kann der Patienten Termine darüber vereinbaren. Das ist der Grund, warum wir es tun. Was ist die Voraussetzung? Also, damit Sie das überhaupt machen können, müssen Sie entweder jetzt schon die CGM Live Chronik, die EAU oder ClickDoc-Online-Termin einsetzen. Sonst haben Sie dieses Icon leider nicht auf dem Patienten-Desktop. Haben Sie das aber, sehen Sie dieses auf dem Bildschirm zu sehende graue Icon Einladung CGM Live, sofern ein Versand möglich ist, eine Einladung. Wichtig an dieser Stelle, Einladungen können Sie natürlich nur versenden, wenn Sie eine Mobiltelefonnummer vom Patienten haben. Also das gilt dann pro Patient individuell. Wie sieht das dann aus? Sie haben dann einen Dialog, auf dem Sie je nach Freischaltung, die Ihnen vorliegt, schon eine Vorauswahl haben. Haben Sie nur die CGM Live Chronik freigeschaltet, dann ist dort der Haken gesetzt. Haben Sie nur ClickDoc Online Termin freigeschaltet, ist dort der Haken gesetzt. Haben Sie beides freigeschaltet, müssen Sie manuell wählen, damit klar ist, in welchem Kontext möchten Sie den Patienten überhaupt ansprechen. Ist das getan, wird noch geschaut, haben Sie in den Patientenstammdaten eine Telefonnummer hinterlegt? Haben Sie diese Mobiltelefonnummer hinterlegt, wird die automatisch übernommen in das Feld Mobilnummer. Haben Sie es nicht getan, können Sie die Nummer hier manuell eintragen. Eine Nummer, die Sie hier eintragen und wenn Sie eine Einladung versenden, wird dann automatisch in die Patientenstammdaten zurückübertragen. Letzter nötiger Schritt ist auf diesem Dialog einfach das Setzen des Hakens ganz unten. Damit bestätigen Sie, dass der Patient tatsächlich einverstanden ist, dass er die Daten von Ihnen bekommt oder diese Einladung von Ihnen bekommt. Und dann war es das auch schon. Die SMS geht dann raus an den Patienten und das Icon auf dem Desktop wird zu diesem gelb-orangen Icon. Sie können dann jederzeit nochmal einen Doppelklick auf dieses Icon ausführen und sehen dann, wer wann die Einladung verschickt hat und können dann ein erneutes Mal die Einladung verschicken. Beispielsweise, weil der Patient zu lange gewartet hat und der Link ungültig geworden ist oder die Nummer gewechselt hat oder. Wie sieht das Ganze aus Sicht des Patienten aus? Er bekommt eine SMS. In dieser SMS ist ein Link drin. Und in diesem Link, wenn er auf den draufklickt, wird er weitergeleitet und muss dann als erstes sein Geburtsdatum angeben, damit seine Identität bestätigt werden kann, damit nicht irgendjemand diesen Link verwenden kann. Dann enthält dieser Link zusätzlich verschlüsselte Informationen. Und diese verschlüsselten Informationen sind im Grunde Patientenstammdaten, die mindestens benötigt werden, um sich anzumelden. Der Patient müsste also an der Stelle lediglich diese Stammdaten einmal bestätigen und ein neues Passwort festlegen für die Anmeldung in CGM Live. Dann muss er noch die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung lesen und bestätigen. Und dann geht auch schon eine Bestätigungs-E-Mail an seine E-Mail-Adresse raus, worüber er informiert wird. Hat er diese Mail geöffnet und auf den Link darin geklickt, dann wird automatisch wieder ein Fenster geöffnet, wo er sich das erste Mal anmelden kann in CGM Live. Da gibt er sein zuvor vergebenes Passwort ein. Wenn er das getan hat, gilt der Patient automatisch bei dieser ersten Anmeldung in CGM Turbomed als vollständig identifiziert für die E-Services und das Icon ändert sich auch in Einladung CGM Live in grün. Das heißt also, Sie können an diesem Icon direkt erkennen, okay, der Patient hat tatsächlich meine Einladung angenommen und ist jetzt an CGM Live angebunden. Ich kann also jetzt Daten für ihn hochladen oder seine Patientenakte einsehen. Nochmal kurz zurück zum Patienten, damit wir wissen, was der Patient, falls da Rückfragen kommen, zu tun hat, falls Sie die Patientenakte nicht einsehen können. Nach der ersten Anmeldung öffnet sich sofort die Seite der einladenden Praxis. In dem Fall sehen Sie jetzt die zwei Schalter, die erstmal nicht gesetzt sind. Die müssen vom Patienten auf jeden Fall gesetzt werden, damit er zum einen Daten von Ihnen empfangen kann, das ist der obere Schalter, und auch alle Einträge, dass Ihre Praxis auch alle Einträge sehen kann.
Wenn das erledigt ist, kommt er wieder zurück in das Portal. Das ist auch die Startseite des Patienten. Und dort sieht er rechts unten die Verbindungen zu seinen einzelnen Praxen. Und diese einzelnen Praxen können dann auch wieder durch Klick darauf bearbeitet werden. Also er kann die Rechte danach wieder einschränken oder vergeben, was auch immer der Patient dann möchte. Er sieht dann im oberen Bereich die Apps, die er haben möchte. Die definieren sich darüber, welche Produkte die angebundenen Praxen oder verbundenen Praxen anbieten. Sobald also ein Arzt die CGM Live App anbietet oder CGM Live Services anbietet, bekommt der Patient die CGM Live App angeboten. Wenn eine der Praxen ClickDoc anbietet, dann bekommt er die ClickDoc App. Wo wir beim Thema ClickDoc sind, wir haben für ClickDoc eine neue Funktion erweitert, das ist die ClickDoc Terminerinnerung. Zunächst einmal allgemein dazu, was ist die Voraussetzung? Sie brauchen für diese ClickDoc-Terminierung eine Modulfreischaltung in Turbomed. Da es darum geht, den Patienten zu erinnern, macht es natürlich auch auf jeden Fall Sinn, oder ergibt es, Entschuldigung, die gültige E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer zu hinterlegen, je nachdem, wie Sie den Patienten kontaktieren möchten. Die Einrichtung ist allerdings ganz einfach. Also Sie können das entweder über den ClickDoc-Einrichtungsassistenten tun, den Sie erreichen Sie aus dem CGM Turbomed Terminkalender über den Button Mobiler Kalender, oder Sie rufen direkt den Menüpunkt Organisation CGM ClickDoc Pro, ClickDoc Pro auf. Das ist aber nur, wenn Sie noch keins der Produkte von ClickDoc installiert haben. Haben Sie den ClickDoc bereits installiert, ist es aber noch einfacher sogar. Dann rufen Sie einfach nur den Menüpunkt Organisation CGM ClickDoc Pro Einstellungen auf und müssen einen entsprechenden Schalter setzen. Wenn Sie nämlich auf diesen Menüpunkt gegangen sind, sehen Sie den Schalter ClickDoc Terminerinnerung aktiv auf dem Reiter Terminerinnerung. Wenn Sie den einfach setzen, ist im Prinzip die Terminerinnerung schon aktiviert. Haben Sie die Modulfreischaltung vorher eingegeben, geht es direkt. Klicken Sie drauf und die Modulfreischaltung liegt noch nicht vor, kriegen Sie eine Möglichkeit, um die Modulfreischaltung live dann dort einzugeben. An der Stelle können Sie die Funktion dann auch jederzeit wieder deaktivieren, wenn sie einmal aktiviert wurde. Und an dieser Stelle können Sie auch Regeln definieren zur Benachrichtigung. Wie das genau funktioniert, das ist identisch mit dem Teil im Einrichtungsassistenten. Das erkläre ich Ihnen jetzt gleich am Einrichtungsassistenten. Bevor ich diese einzelne Konfiguration am Einrichtungsassistenten erkläre, wir haben in der Gebrauchsanweisung ein Kapitel ClickDoc. Dort finden Sie alle Hinweise, wie Sie bis zu dem Punkt gelangen, den Sie jetzt gerade da schon sehen, bis zu dieser Produktwahl. Wenn Sie das gemacht haben, können Sie einfach das Produkt Terminerinnerung mit ankreuzen. Und wie schon gesagt, falls Sie die Modulfreischaltung noch nicht eingetragen haben, kommt auch an dieser Stelle die Möglichkeit zur Eingabe. Es kommt eine Hinweismeldung, Sie klicken damit einfach OK, gelangen die Modulfreischaltung, geben die ein und bestätigen auch diese wieder. Liegt die Modulfreischaltung also dann vor, ist der Haken gesetzt, Terminerinnerung, und Sie sehen die Spalte Übernahme in ClickDoc Pro. Die ist gebunden an den mobilen Kalender. Das heißt also, da finden Sie auch wieder die Anleitung in der Gebrauchsanweisung, was genau da zu tun ist. Also sofern Sie den mobilen Kalender nutzen, werden auch für alle in der Spalte Übernahme in ClickDoc Pro angekreuzten Terminarten Erinnerungen an Ihre Patienten verschickt. Wenn Sie das getan und bestätigt haben, dann erscheint natürlich als erstes schon mal die erste Einstellungsmöglichkeit, denn Sie können den Versandweg, also E-Mail oder SMS, und auch den Versandzeitpunkt frei wählen. Dieser Dialog geht dann automatisch auf und Sie können mit dem Button hinzufügen aktivieren, dass Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten haben. Sie können hier, das Wann und das Wie definieren und das mit Speichern bestätigen. Haben Sie das getan, erscheint das in der Liste. Wenn Sie weitere Regeln hinzufügen möchten, können Sie das mit Hinzufügen tun. Maximal 3 Regeln können hier festgelegt werden. Ebenfalls angepasst haben wir die CGM Clickbox. Das ist im Grunde jetzt noch einfacher. Sie haben als Voraussetzung, einmal müssen Sie einen Internetzugang haben und eine bestehende E-Mail-Adresse für sich selbst, damit Sie kommunizieren können darüber. Die können Sie auch weiterverwenden, wenn Sie bereits eine haben. Und Sie müssen für einen Patienten eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, mit dem Sie kommunizieren möchten über dieses Tool. CGM Connect-Konto ist auch erforderlich, ist aber nicht dramatisch, wenn Sie es jetzt noch nicht haben, denn Sie können es im Zuge der Einrichtung kostenlos hinzufügen. Aktivieren können Sie das Ganze über den Menüpunkt Kommunikation, CGM Clickbox, CGM Clickbox öffnen oder auf einen Klick auf das Icon mit dem Briefumschlag. Das finden Sie einmal oben in der Symbolleiste und auch unten in der Statusleiste. Wenn Sie einem Patienten eine Nachricht schreiben möchten, finden Sie auf dem Patienten-Desktop ebenfalls ein gleich aussehendes Icon mit der Beschriftung CGM Clickbox. Ein Doppelklick darauf und Sie kriegen eine neue E-Mail angezeigt. Sie müssen dann nur noch einen Betreff eintragen und den Text unten und können dann schon auf verschlüsselt senden klicken und der Patient bekommt die E-Mail. Aber eben sicher.
die Funktionalität an sich ist dann wie in einem E-Mail-Client. Das sollten Sie eventuell auch schon kennen. Wieder von Patientensicht. Was passiert beim Patienten? Hat er sich noch nicht registriert, bekommt er beim ersten Mal einen Link, wo er sich registrieren kann. Wenn er dort draufklickt, macht er einmalig die Registrierung und bekommt dann zukünftig bei allen eingehenden Nachrichten eine E-Mail-Benachrichtigung, kann dann dort auf den Link Nachricht lesen klicken und sieht Ihre Nachricht, aber natürlich nur, wenn er das halt mit seinem CGM-Clickbox-Client entschlüsselt. Das heißt also, es kann kein Dritter die irgendwie abrufen oder so. Also das ist wirklich eine sichere Kommunikation zwischen Ihnen und dem Patienten. Dann haben wir noch viele weitere Änderungen gemacht. Beispielsweise haben wir die Grenzwerte nochmal mit Herkunft versehen in sowohl Body Mass Index und Hip-to-Waist-Ratio in dem Formular und auch bei den Blutdruckwerten des Patienten. Und wir haben bei dem BMI-WH-Formular die Einsortierung bzw. diesen roten Rahmen, der drumherum war, entfernt, da wir sie natürlich in ihrer Entscheidung nicht beeinflussen wollen. Sie selbst, klar, das sind nur Richtwerte, deswegen Sie selbst müssen entscheiden, wie Sie den Patienten einordnen möchten da. Dann haben wir im Verordnungscenter F8 haben wir die Performance deutlich verbessert. Ansonsten bleibt alles völlig unverändert beim Verordnungscenter. Es ist einfach nur schneller geworden. Dann können Sie ab sofort LDT 3.2.1 Daten einlesen. Das heißt also, wenn Ihr Labor mit dieser Schnittstellenversion schon arbeitet, können Sie die mit CGM Thormit weiterverarbeiten. Natürlich gehen auch ältere Versionen, aber das klären Sie bitte genau mit Ihrem Labor, was da genau gemittelt wird. Da sind wir dann leider nicht mehr involviert. Dann gibt es, wenn Sie die CGM Live-Chronik schon nutzen und Uploads durchführen, sehen Sie jetzt in der Karteikarte eine extra Kennzeichnung in der Spalte Chronik-Upload für jede Zeile, die Sie hochgeladen haben in die Patientenakte. Ebenfalls neu ist das Signaturpad bzw. die Freischaltung des Signaturpads, die jetzt über die CGM Thormit Modulfreischaltung funktioniert. Sie können also da prinzipiell einfach nur in CGM Thormit die Freischaltung eintragen und die Signaturpad-Software wird automatisch mitlizenziert. Schon mal als Ausblick auf die Zukunft. Wir haben einen NFDM-Potentialrechner in Thormit integriert. Sie können den unter den CGM-SIST-Einstellungen aufrufen, wechseln dann dort auf den Reiter Systemeinstellungen und klicken auf das Zahnrad rechts neben Potentialassistent. Da sehen Sie dann die auf dem Bildschirm zu sehende Meldung bzw. den Dialog und können dann da Ihr Potenzial errechnen. Das ist nur schon mal, wie schon gesagt, zur Vorschau. Die eigentliche Anwendung kommt dann noch. Aber Sie werden als CGM-Thormit-Anwender einer der ersten sein, der diese Anwendung nutzen kann. Zu IFAB gibt es natürlich auch ein paar Neuerungen. Da gibt es einmal die Anbieterangaben zur Zweckbestimmung und Zusammensetzung. Und auch bei IFAB wurde das Geschlecht divers eingeführt nach Personenstandsgesetz. Das hat natürlich auch in der klassischen Homöopathie Einzug gefunden. Und zwar haben die auch nicht nur das Geschlecht integriert, sondern sie haben auch die neuen DMP-Kennzeichen chronische Herzinsuffizienz, Depression und Rückenschmerzen integriert. Bei der hausärztlichen Versorgung gibt es auch einige Änderungen. Zum einen für Anwender, die Testabrechnungen versendet haben. Da werden jetzt keine speziellen Testabrechnungsdaten mehr versendet, die entfallen nun. Da kann nun auf einfacherem Wege die Testabrechnung durchgeführt werden. Also für Sie ändert sich im Grunde nichts, aber es findet keine Testdatenübertragung im Hintergrund mehr statt. Dann wurde für die Verträge BKK Bosch BW und BKK VAG BW wurde das Formular Vera Topversorgt Leitfaden integriert. Und es gibt für das Formular Notfallplan geriatrischer Patient im Vertrag BKK Bayern HZV die neue Leistungsziffer 3740a. Achtung, wichtiger Hinweis. Die HFVG selbst hatte die Betriebssysteme Windows 7 und Windows Server 2008 zum 14.01.2020 abgekündigt. Das heißt also, wenn Sie das HZV nutzen, müssen Sie auch aus diesem Grund schon allein die Umstellung vornehmen, wenn Sie das weiter nutzen wollen. Auch Thormit hat das ja abgekündigt, aber selbst wenn Thormit laufen würde, kann es natürlich sein, dass Sie dann mit dem HZV-Prüfmodul irgendwo an die Grenzen stoßen und das dann nicht mehr funktioniert. Also hier nochmal die Empfehlung, bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertriebs- und Servicepartner auf und machen Sie ein Upgrade Ihres Systems. Dann habe ich noch ein paar Erinnerungen und Hinweise. Und zwar gerade schon angesprochen, Windows 7 und Windows Server 2008, auch bei Thormit abgekündigt, weil Microsoft einfach den Support einstellt. Aber das hatten wir ja gerade schon. Und meine persönliche Bitte, wenn wir uns die Teilnehmerzahlen anschauen von den Anwenderwebinaren, ich mache das sehr gerne, ich habe da auch viel Spaß dran. Und warum wir das machen, ist aber nicht, wir haben nicht vor, dass wir Ihnen irgendwas verkaufen oder aufdrücken wollen.
Im Prinzip, wir haben uns Ihre Praxis angeschaut oder verschiedene Praxen angeschaut und Probleme identifiziert, die wir gerne für Sie lösen möchten. Und dazu möchten wir Ihnen einfach tolle, moderne Lösungen anbieten. Und lassen Sie sich da bitte nicht von Titeln abschrecken, wo einfach eventuell nur ein Modulname drinsteht, mit dem Sie eventuell nichts anfangen können. Also prinzipiell alle Webinare, die wir Ihnen anbieten, bieten wir in Ihrem Interesse an. Also wir möchten Ihnen da einfach jederzeit für Ihre Probleme in der Praxis oder Ihre Aufgabenstellung tolle, moderne Lösungen bieten. Dann möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass es geänderte Update-Termine gibt. Da wir hatten ja schon ein Fax rundgeschickt und auch ein weiteres Fax hinterhergeschickt. Zunächst einmal hatten wir andere Termine kommuniziert. Jetzt gibt es die neuen Termine aus im Grunde mehreren Gründen, aber zwei davon möchte ich mal nennen. Der eine Grund ist, dass dieses TSVG in verschiedenen KV-Regionen ganz unterschiedlich geregelt ist und wir da jetzt ganz kurzfristig erst nochmal Informationen zu bekommen haben, weswegen wir uns entschieden haben, das Online-Update und das DVD-Update ein bisschen auseinanderzuziehen, sage ich mal. Wir hatten auch dann leider nur kurzfristig erst Datenlieferungen von der KBV und HVG bekommen. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass wir mehr Zeit benötigen, sage ich mal, um dann auch kurzfristig was machen zu können. Wir möchten Ihnen aber trotzdem wegen des Stichtags einfach Ende dieser Kalenderwoche, also jetzt innerhalb der nächsten Tage, das Online-Update zur Verfügung stellen, damit Sie das rechtzeitig vor dem Quartalswechsel einspielen können. Das DVD-Update kommt dann allerdings erst Mitte Oktober. Da wird dann eventuell noch etwas mehr drauf sein, wie eben schon angekündigt, wahrscheinlich zum Beispiel der TSS-Code. Das schaffen wir leider nicht mehr bis zum Online-Update, aber für alle anderen Funktionen können Sie sich das Online-Update schon mal runterladen und das Online-Update nutzen. Wo ich auch schon bei meinem letzten Tipp wäre, das Online-Update. Das ist ein Service, den wir Ihnen kostenfrei anbieten. Und der hat diverse Vorteile, nämlich zum Beispiel, wenn Sie eine DVD erhalten und Ihre Hardware diesen DVD-Typ nicht lesen können, dann gibt es eventuell Probleme. Oder falls die DVD auf dem Transportweg beschädigt wurde oder irgendwas, dann könnte es sein, dass Sie das Update nicht korrekt installieren können. Das sorgt dafür, dass wieder Zeit ins Land geht und weil Sie eine neue DVD anfordern müssen, das kann man natürlich mit dem Online-Update vermeiden, denn es steht jederzeit zur Verfügung. Ist es auch so, dass das sogar früher zur Verfügung steht. Hatten wir ja gerade schon. Wir bieten Ihnen jetzt frühzeitig schon vor dem Quartalswechsel das Online-Update an. Auf das DVD-Update müssen Sie noch eine ganze Weile warten. Es ist auch so, dass wir manche Sonderupdates einfach tatsächlich nur als Online-Update anbieten können. Und die hätten Sie dann halt auch. Die können Sie dann bei Bedarf installieren. Einzige Voraussetzung, Sie brauchen halt eine gewisse Internetbandbreite, einen funktionierenden Internetzugang und eine E-Mail-Adresse, über die Sie kontaktieren können, beziehungsweise über die Sie sich registrieren können. Aber auch das geht ganz einfach. Dazu können Sie einfach entweder direkt service.turmit.de/registrierungs-formular aufrufen oder Sie gehen auf unsere Seite service.turmit.de und gehen dann dort auf den Reiter Downloads Registrierung. Wenn Sie dort drauf sind, sehen Sie ein Registrierungsformular, das aber recht übersichtlich ist. Da müssen Sie im Grunde einfach nur ein paar kleine Daten eingeben, auf Abschicken klicken. Dann kriegen Sie spätestens innerhalb eines Werktages kriegen Sie eine E-Mail und dann müssen Sie einfach auf einen Link klicken und schon ist die Registrierung abgeschlossen. Wie laden Sie dann, wenn Sie sich einmal registriert haben, das Update herunter? Auch das ist ganz einfach. Sie rufen entweder direkt unsere Seite service.turmit.de/downloads/download auf oder gehen wieder einfach über unsere Startseite service.turmit.de und wechseln auf den Reiter Downloads. Mein persönlicher Tipp, Sie können einfach diese Seite als Favorit in Ihrem Browser hinzufügen und dann können Sie da jedes Mal ganz schnell hinklicken und sich immer über aktuelle Updates informieren. Das ist auch genau der Punkt, das ist die Überschrift, die heißt aktuelle Updates. Dort finden Sie ganz oben immer das neueste Update, aktuell jetzt gerade die Version 19.3.2, die wir anbieten. Ab demnächst dann, also ab Ende der Woche, werden Sie hier dann die 19.4.1 finden. Natürlich auch wieder, wie eben schon gesagt, deutlich vor dem DVD-Update. Um diese Version herunterladen zu können, klicken Sie bitte auf Details und dann werden Sie auf eine andere Seite weitergeleitet, wo Sie sich dann beispielsweise schon mal vor dem Update die Das ist neu anschauen könnten, indem Sie darauf klicken. Dann wissen Sie schon mal, was erwartet mich genau in dem Update, aber so die grobe Übersicht sehen Sie auch beispielsweise als Änderungen hier im Text auf der Seite direkt. Wenn Sie sich über näher informieren wollen, können Sie auch da schon mal die Das ist neu ansehen. Das können Sie natürlich auch nutzen, um während des Downloads schon mal durch die Das ist neu zu blättern. Haben Sie die Das ist neu aufgerufen oder nicht? Relativ egal, sage ich mal. Können Sie hier an der Stelle noch einmal die Hinweismeldungen dazu lesen. Also wichtig, es ist eine ZIP-Datei, das war früher anders. Aber auch hier können Sie nochmal die Installationsanleitung aufrufen und finden da genau die einzelnen Schritte, die durchzuführen sind. Wenn Sie soweit sind, das herunterzuladen, klicken Sie einfach zum Download auf den Button.
Wenn Sie sich schon angemeldet haben, ist das nicht nötig, aber sofern Sie noch nicht angemeldet sind, müssen Sie noch einmal die Benutzerdaten eingeben. Dann gelangen Sie auf diese Seite. Auch hier können Sie nochmal die Das ist neu aufrufen, falls Sie das zuvor versäumt haben und können mit dem Button da unten einfach einmal das Update starten bzw. den Download starten. Und dann läuft das im Hintergrund. Sie können durch die Das ist neu gehen oder halt einfach den Download abwarten. Ist das heruntergeladen, finden Sie das in Ihrem entsprechenden Ordner, meistens der Downloads-Ordner, als ZIP-Datei, wie eben schon angesprochen. Wir empfehlen Ihnen, die 7-Zip herunterzuladen, das Tool, und damit zu extrahieren. Das funktioniert wie auf dem Bildschirm zu sehen. Sie klicken einfach rechts auf die Datei, gehen auf das Untermenü 7-Zip und auf hier entpacken. Das erstellt dann einfach einen Unterordner und in diesem Unterordner finden Sie im Prinzip das eigentliche Update. In dem Unterordner finden Sie die Datei setup.exe, indem Sie, wenn Sie einen Ordner geöffnet haben im Windows Explorer, einfach die Taste S einmal drücken, dann müsste er schon genau auf die setup.exe springen. Darauf machen Sie bitte einfach einen Rechtsklick und klicken als Administrator ausführen an. Und schon startet das Update, wie Sie es gewohnt sind, und also wie Sie es von der DVD gewohnt sind. Und Sie haben auch schon das neueste Update heruntergeladen und die Installation gestartet. Also es ist einfach ein schneller Weg, um ganz schnell ans Update zu kommen. Und auch bei Bugfixes oder irgendwas, falls das mal notwendig sein sollte, oder Sonderupdates mit neuen Funktionen, immer versorgt zu sein. Das war es im Grunde von meiner Seite. Ich möchte noch einmal den Webinartermin ankündigen am 23. Oktober. Das ist Tipps und Tricks zum Impfen und zum bundeseinheitlichen Migrationsplan. Ich hoffe, ich werde Sie auch da begrüßen können. Wie eben schon gesagt, wir machen das nur, um Ihnen einen gewissen Zusatzservice zu bieten. Wir freuen uns, wenn Sie das gerne wahrnehmen möchten und einfach die Lösungen, die wir Ihnen präsentieren möchten, einfach einsehen möchten. Wir kriegen auch immer wieder halt, wie soll ich sagen, ein paar kleine Erweiterungen dazu und die möchten wir Ihnen natürlich dann vorstellen und ein paar Tipps und Tricks dazu zeigen, ein paar Kniffe, wie Sie das vielleicht einfacher bedienen können, und vielleicht werden Sie erkennen, okay, das würde meinen Praxisalltag horrend erleichtern. Also ich würde mich freuen, wenn Sie teilnehmen. Ansonsten lasse ich das Webinar jetzt noch ein wenig geöffnet, dass Ihre offenen Fragen noch beantwortet werden, und bedanke mich für Ihre Teilnahme und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.